Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute einen Touchdown für Avery von Saskia Louise mitgebracht. Das ist der vierte und abschließende Band einer Reihe und jeder Band wurde von einer anderen Autorin verfasst. Ich persönlich finde das sehr, sehr interessant. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute einen Touchdown für Avery von Saskia Louise mitgebracht. Das ist der vierte und letzte Band einer Reihe, die alle von unterschiedlichen Autoren verfasst worden sind. Avery ist nicht der Typ für One-Night-Stands. Aber sie hat auch keine Lust, sich von ihren einzigen beiden Freundinnen Prüde nennen zu lassen. Also marschiert sie in den Stammclub der örtlichen Footballmannschaft und will einen Spieler für ihren One-Night-Stand aussuchen. Das klappt soweit auch ganz gut, doch es gibt ein Problem. Avery wird schwanger. Dean ist neu im Team und alle hassen ihn. Die Fans, die Reporter, einfach alle. In seinem neuen Team fühlt er sich auch nicht integriert. Der Teammanager setzt ihm schließlich die Pistole auf die Brust. Er muss sein Image aufpolieren, und zwar schnell. Dean, dem Avery sowieso nicht aus dem Kopf gegangen ist, sieht seine Chance. Er bittet sie, seine Fake-Freundin zu werden. Ich mochte Avery in den vorherigen Bänden so gern. Sie ist überdurchschnittlich intelligent, lebt für ihre Arbeit als Wissenschaftlerin und Professorin und ist überaus rational. Ich habe mich schon sehr auf ihre Geschichte gefreut, aber leider ist sie mir zu viel ins Klischee abgedriftet. Ich hatte etwas anderes erwartet und obwohl ihr Verhalten in gewisser Weise durchaus zu ihr passt, glaube ich eigentlich nicht, dass sie so gehandelt hätte. Sie verschweigt ihm das Baby und will erst eine Feldstudie durchführen, ob er zum Vater geeignet ist. Es klingt nach etwas, das sie sagen würde, aber trotzdem, ich hätte sie anders eingeschätzt. Es dreht sich in diesem Buch alles darum, dass Avery viele Vorurteile über Dean hat und ihn jetzt näher kennenlernt. Dummerweise hatte er extreme Vertrauensprobleme, also stehen alle Zeichen auf eine Katastrophe. Auch Avery hat einiges mitgemacht und kämpft mit Unsicherheiten. Ihr wurde nie viel Liebe geschenkt und von ihren Mitschülern wurde sie oft gemein gehandelt. Vermutlich könnte man manche Aktionen durchaus auch schon als Mobbing einstufen. Mir war die Handlung zu viel Klischee. Es verlief alles wie in x anderen Büchern mit gleicher oder ähnlicher Thematik. Und das fand ich einfach extrem schade. Ich mochte Avery und Dean wirklich gern, aber ich hätte mir etwas mehr Überraschendes gewünscht. Sie war so erfrischend anders in der Art, wie sie die Welt sieht. Warum kann dann nicht auch das Buch selbst, beziehungsweise die Handlung, erfrischend anders sein? Ich fand die Handlung leider viel zu vorhersehbar und zu Klischee. Das hat mich von den Protagonisten abgelenkt, die ich an sich sehr gerne mochte. Auch wenn sie hier dem Klischee entsprechend auch manchmal bei mir für Augenrollen gesorgt haben. Von mir bekommt das Buch ganz, ganz knappe 3 Sterne. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!